Let's go. Hier, komm, dann kicken wir uns jetzt hier den Evanejo auch noch an. Grüße geht raus an Evanejo. Grüße ihn raus an dich, mein lieber Freund, Mensch. Dann machen wir jetzt hier Pause und dann kicken wir uns den Schink mal an hier. Let's go. Junge, das ist einfach das Lied, was ich benutzt habe für mein Artikel 13 Video. Bei 100.000 Likes werde ich so schnell es geht, so schnell wie möglich einfach auswandern. Ich werde auch keine 100.000 auf den normalen Video kriegen mit Cola, eine Woche lang nur Cola. An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. Digga, auswandern habe ich mir aber echt leichter vorgestellt. Aber wie wandert man jetzt spontan aus? Zuerst brauchst du Kontakte. Deshalb habe ich den Spanier von Cymex angeschrieben. Hola amigos. Ach, ihr wisst doch ganz genau, wie ich angeschrieben habe. Ja, und hallo. Simon hat mir zwei Kontakte. Zu einer Maklerin. Ich schwöre, du bist einfach, wenn du Simon nicht hast, bist du einfach völlig aufgeschmissen. Ich glaube, du kommst auf dieser Insel gar nicht klar, wenn dann nicht Simon irgendwie als Mittelsmann noch dazwischen ist. Wohnung klären musste. Hola, me quiero el queso de Wohnung. Junge, ich würde den sofort, ich würde den einfach instant blockieren, Alter. Right now, man. Und zu jemandem, der halt den Umzug so erklärt, also ganzen bürokratischen Sachen. Ihr wisst ja, in Deutschland muss man übelst viel bürokratisches Zeug lernen. Dann musste ich mich von meiner Mutter verabschieden. Piss dich hier einfach. Und allgemein, wenn du auswandern möchtest, vor allem so spontan, musst du halt übelst viel hier kündigen. Im Fitnessstudio. Ja, ich war da angemeldet. Bei vielen kleinen Sachen war ich aber bei einigen Sachen angemeldet. Das Hauptding war aber allerdings das Finanzamt. Das Finanzamt natürlich. Also das Finanzamt lässt einen nicht so gerne raus aus Deutschland. Die wollen natürlich eine Mäuse. Und als ich meinte, hey, ich wandere aus, meinten die, nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Dann musste ich mir Kleidung besorgen, weil man kann ja nicht auswandern ohne Klamotten. Deswegen habe ich mir dieses unfassbar schöne Sommer-T-Shirt hier geholt. Oh meine Güte, die leckeren Farben. Und die Rückseite erst. Falls ihr Bock habt, Leute, auf evanejo.de könnt ihr super gerne jetzt dieses unfassbar leckere T-Shirt hier kaufen. Weil Madeira zahlt ja nicht von alleine. Ich hab noch richtige Scheiße, weil irgendwie musste die ganzen Sachen transportieren von Deutschland nach Madeira. So ein Umzugsunternehmen hat uns zwar ein Angebot gemacht von irgendwie 5000 Euro, was absolut viel zu viel Geld war. Ich hab jetzt 30 Kartons plus ein, zwei große Sachen. 5000 Euro für in ein anderes Land alles bringen? Über eine Insel? Über Flugtransport? Und dafür 5000 Euro? What the fuck, welche Welt leben wir? Habe ich mich entschieden, einfach alles mit den Hells verschicken. Sorge ist halt wirklich, dass der rum komplett rumgeworfen wird, dass er kaputt geht, dass die Leute irgendwie, was weiß ich, dass diese Postmänner oder wie auch immer, der einfach gefickt wird, einfach so pum, 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 und dann ist er Schrott. Gott, ich liebe diesen PC, bitte passiert das nicht. Ich will zu meinem Wort stehen, wenn ich zu euch sage, ey, bei 100.000 Likes werde ich auswandern, dann ziehe ich das auch wirklich durch. Das schreibt einer, ich kenne das schon, Junge, das ist gestern hochgeladen worden, was für, ich kenne das schon, also der ist alt. Nee, du sagst ja, ist alt. So kennen ist eine andere Sache, aber es. Hier ist kein Leo Marcher-Shit oder Prank Bros. Nein, ich ziehe das wirklich durch. Hätte ich gedacht, sowas geht eigentlich ziemlich schnell, aber auch ist echt schon viel nerviger Kram. Aber ich möchte euch nicht anlügen. Also an sich war es schon so gedacht, so, vielleicht in ein oder zwei Jahren, vielleicht nach Madeira. Einfach hier die Möglichkeit einfach super geil sind. Du bist nah an Deutschland dran. Du hast übelst nices Wetter. Jeden Tag. Natürlich auch die Steuervorteile. Darf man gar nicht lügen. Es ist halt einfach so. Wer hat Bock, wenn er Geld verdient, 50% davon abzugeben? Trotzdem jetzt so spontan von heute auf morgen zu sagen, ey, okay, gut, ich wandere jetzt aus, ich kläre jetzt alles ab hier in Deutschland und das ist viel. Die größte Angst, die ich wahrscheinlich habe und die größte Angst, die wir wahrscheinlich haben, ist, dass einfach nur noch Madeira vielleicht Content kommt. Das wird bestimmt kommen. Es wird viel Madeira-Content kommen, weil das einfach ein neuer Lebensabschnitt von mir ist. Aber ich muss kreativ werden, weil zum Beispiel auf Madeira gibt es nicht 20.000 McDonalds wie in Deutschland. Dann gibt es vielleicht nur drei. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil man kann ja easy, wenn man Bock hat, einfach kurz ins Flug. Gibt es überhaupt drei McDonalds auf Madeira? Ich glaube, es gibt nur einen McDonalds auf Madeira. Flugzeug steigen nach Deutschland, weil das dauert ja überhaupt nicht lange. Dann kann da wieder Content erstellen, dann kann ich da vielleicht zwei Monate rumpendeln. Zwei Monate Madeira, zwei Monate Deutschland. So kann ein geiler Content aus Madeira kommen, geiler Content aus Deutschland, aus der ganzen Welt. Mal gucken. Lustigerweise in Lissabon ist so ein Weltflughafen. Wenn du nach Lissabon fliegst, kannst du von da aus wirklich überall hin. Damals bin ich auch von Lissabon nach Washington geflogen. Also Lissabon kannst du auch nach Japan oder wie auch immer. Mit dem Umzug sind die Möglichkeiten nur noch viel größer. Vielleicht ein bisschen umständlicher, vielleicht muss ein bisschen kreativer werden. Das werde ich auf jeden Fall hin. Zwei natürlich im Einkaufscenter. Ey, Ehrensache, wenn man bis dahin wieder Steak essen kann, dann wäre es mir eine Ehrensache, das mit dir zu verköstigen. Hä, stimmt, im Einkaufscenter ist noch ein, ist ein McDonald's und vorne am Hafen. Okay, zwei. Hinkriegen, also müsst ihr keine Sorgen haben, vielleicht das und das Format nicht mehr kommen wird oder das und das. Es ist alles immer noch möglich, nochmal geilerer Content für euch. Sehen können, PC, alles was ich hier eingerichtet habe, ist einfach weg. Im Vergleich zu damals, so sah es damals aus, als ich eingezogen bin und jetzt einfach komplett. Ey, mal krass, diese Platte leer zu sehen. Dann was Blödes, Leute, ich habe diese Pokémon-Dinger hier übrig. Wir machen jetzt mal spontan auf und werden reich. Endlich. Und du, deine Glitzi-Glitzi. Ich merke, unsere Tasche füllt sich. Hey, 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 Brutalanda. Das Sparkassen-Finanzkonzept. Alles was leer, aus nichts liegt hier einfach ein. Sneakers Chris, der liegt wahrscheinlich schon ewig hier. Also safe paar Monate. Den müssen wir trotzdem verspeisen, oder? Also an sich, es riecht eigentlich ziemlich geil, aber irgendwie habe ich so Paranoia, wisst ihr? Könnte mir eigentlich echt geil. Ich will auch wieder nach Madeira, aber da ist niemand. Ich kann damit niemandem irgendwas machen. Was soll ich tun? Ich will auch dahin. Kleiner Lifehack. Unter ihrer Maske stinken sie aus dem Mund. Nehmen sie einfach ein Kaugummi, kauen ihn und stecken ihn in das Innere der Maske. Nie wieder Stinkereien.
Junge, das ist so widerlich, wenn du so ein Minzkaugummi oder sowas kaust und du kaust da drauf und dann pustest du dir in die Augen und fängst so übelst an zu drehen. Das ist so widerlich. Boah. Wir sind in Lissabon gelandet. Es ist laut, laut, laut. Menschen, Alter, seit wann reisen wieder so viele Menschen? Einmal umsteigen, was übel scheiße ist. Geht weiter nach Madeira. Zweite Mahlzeit. In Madeira jetzt angekommen. Wie ihr sehen könnt, direkt am Flughafen wird man schön begrüßt mit so einem schönen Meer. Aber wisst ihr, Leute, früher war es so, seht ihr dieses Auto, dieses schäbige Auto von dem Typen da? Hier war Simon da drin. Simon hat mich früher abgeholt, aber heutzutage ist ein fetter Stück Scheiße, dass ich mit Adrian zum Flughafen kommen würde. Das ist ja unverschämt. Wir sind jetzt auf Madeira. Das ist der Weg zu der Wohnung. Zu der Wohnung, die wir bekommen haben. Es ist wirklich eine atemberaubende Wohnung. Wo ist denn das? Wo ist das? Ist der in Funchal? Das wäre interessant, ob der irgendwo anders ist. In die Kommentare, wie die Wohnung findet. Der hat ja nicht mal einen Führerschein, oder? Hat der einen Führerschein? Ich werde es euch jetzt zeigen. Und kleine Aufgabe für euch, wenn ihr Bock drauf habt, weil euch der Mietpreis interessiert. Der erste von euch, der den Mietpreis, sag ich mal, richtig errät, in den Kommentaren so nett, den pinne ich einfach an. Okay, komm, gehen wir mal rein. Und Leute, guckt euch mal das. Aha. Ja. Junge. Also, schaut euch an, ja, bester Hall, Bruder. Ey, bitte mach deine Streams genau so. Ich will genau diesen Hall hören, wenn ich deinen Stream gucke. Grüße gehen raus an dich. Ich war hier nichts drin. Das ist spontan aus. Oh nein. Großer Raum. Ich weiß nicht, ob es irgendwo rüberkommt. Aber ich zeige euch mal was, okay? Man muss wirklich ganz kurz laufen. Es dauert wirklich lang, bis man angekommen ist. Also der Vorderraum hier, dieses Wohnzimmer, Alter, das ist brutal, brutal. Ich habe einige haben mitbekommen. Eigentlich hätte ich diese Wohnung gar nicht bekommen, aber ich habe mich mit so einem Spanier gefetzt. So. Maklerin hat es mir jetzt so erzählt. Und zwar wollten Engländer diese Wohnung haben und ich halt. Und eigentlich waren diese Engländer schon so ein bisschen vor mir. Nimm doch mal raus, ich will wissen, wo das ist. Sagen wir, die hätten die Wohnung eigentlich bekommen. England war ja diese Ausgangssperre, weil der Corona nochmal mutiert ist oder so. Das heißt, diese Engländer durften nicht aus England raus, aber ich halt schon als Deutscher. Deswegen habe ich die Wohnung bekommen, weil der Vermieter hier schnell jemanden haben wollte. Ich habe zum ersten Mal Corona, was halbwegs positiv ist, weil dadurch habe ich die Wohnung bekommen. Bevor ich einen übertrieben krassen geilen Ausblick zeige, kommen wir zur Küche. Wie ihr sehen könnt, die Küche ist wirklich perfekt für Streams. Mal hier schön, einfach das Marmor-Ding sieht geil aus. Und so eine kleine Kaffeemaschine, süß haben wir gekauft, einen kleinen Sandwich-Maker. Und oh mein Gott, was ist das denn für ein leckeres Gebäck? Hey, Magira, Gebäck. Die Bananen, Magira, sind auch vorbei. Ihr sehen könnt, es ist so eine schöne Insel. Stell dir vor, ich parkiere mein Stativ hin, mache ich hier so meine Kochstreams. So, sieht einfach geil aus. Dann haben wir hier noch so einen Waschraum, Waschmaschine, ein bisschen Müll. Alter, die Wohnung, nee, Digga, die hat mich paralysiert. Ich habe schon oft erzählt, ich komme aus ärmeren Feld. Ich würde gerne wissen, wie teuer die ist, aber die kostet, ich gehe davon aus, dass sie über, obwohl die, ja, ich weiß halt nicht, wo es ist. Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir über einen fucking Puff gelebt. Auf der Reeperbahn wirklich über eine Notwohnung gelebt, über einen fucking Puff. Ich kaufe mir nichts, ich trage jeden Tag dieselben Klamotten. Aber jetzt mal diese Wohnung sich zu gönnen, ist schon Luxus, der echt krass ist. So, bin ich gar nicht dran gewöhnt, aber boah, es ist so heftig. Und ich zeig's dir weiter. Es geht ja weiter. Komm mal mit. Ich zeig dir das übelste Special. Du gehst hier rein, ne, in die Tür. Du hast eine Toilette. Wow! Du gehst ein paar Schritte weiter. Du hast die nächste Toilette. Wir gehen in den nächsten Raum. Wieder eine Toilette. Geht einfach. Nächster Raum, wieder eine Toilette. Für was braucht man 4 Toiletten, damit du hier... What the fuck? Was ist das denn? Jeden Tag Abwechslung haben. Am Tag viermal an verschiedenen Toiletten kacken gehen. Okay, wenn man viermal am Tag auf Toilette kacken muss, dann hat man, glaube ich, wirklich ein Problem. Wenn ihr aus dem großen Raum hier kommt hier rein. Wieso hat man ein Problem, wenn man viermal am Tag kacken geht? Hä? Wie groß soll denn die Wohnung sein? Ist geil, erstmal hier so lang kann man lang gehen. Hier ist der erste Raum, wo man reingehen kann. Natürlich auch so einen schönen Ausblick wieder hier auf Madeira. Was auch cool ist, Leute, ich liebe ja Duschen, ne? Das ist eine Regendusche, wisst ihr? Ich habe genau so eine Dusche gehabt auf Madeira. Oh Mann! Das ist Hammer. Das ist wirklich doppelt so groß gefühlt wie mein Kinderzimmer von meinen Eltern damals. Ich kann bestimmt einen geilen Arbeitsraum irgendwie draus machen. Derselbe Raum, nur ein bisschen kleiner und natürlich auch wieder eine schöne Aussicht hier mit Gardine, aber hier sind auch Schränke überall. Immer diese Einbauschränke. Aber guck mal, wenn du hier lang gehst, das ist wirklich übelst cool. Hier ist nicht nur eine Wanne, die wirklich schön aussieht. Hier ist nicht nur wieder eine Regendusche. Und Digga, ich dusche hier, wichse hier, guck mir nebenbei einfach schön das Meer an. Hammer! Ich zeig mal, wie es aussieht, wie man spontan auswandert. Und zwar, es sieht so aus. Man lebt wie ein Messi auf Luftmatratzen, die deinen Rücken brechen. Alter, ich lebe hier wie ein absolut letzter... Junge, es ist einfach das absolute Labyrinth, wo er da durchgeht. Wie groß ist diese Wohnung? Aber ich muss halt wissen, wo das ist. Wenn das in Funchal drin ist direkt, dann wird die schon ganz schön teuer sein. Aber wenn es einfach irgendwo anders ist... Ich kann mir das nicht vorstellen. Es kommt halt drauf an, ob er ein Auto hat oder nicht. Penner. Wenn man so spontan auswandert, hast du halt erstmal gar keine Sachen. Ich hatte eine Boxershorts. Ich hab eine Boxershorts. Ich hab's halt getragen, Alter. Die war voll gepisst, geschissen. Ein Bett, keine Matratzen und es ist halt übelster Shit. Allerdings werde ich auf Laufen halten, immer wenn was Neues hier reinkommt und hier und da. Ich habe euch gar nicht gezeigt, was hier ist. Hier müsst ihr auseinandernehmen. Und das ist hier auch so ein begehbarer Kleiderschrank. Eigentlich ganz wild. Einfach so. Natürlich nicht richtig eingerichtet, aber es hat schon was. Na guck, wie groß, hier kann man echt einfach reingehen. What the fuck, das irgendwie, das wirkt alles so zusammengewürfelt. 4 Bäder auf einmal so ein 20 Quadratmeter Kleiderschrank. Hä? Was ist das auf einmal? Das absolute Highlight dieser Wohnung. Und zwar, wenn man die Tür aufmacht. Boah, alter Schwede.
Das ist krank. Junge, das ist. Mann, Alter, ich muss nach Madeira. Ich schwör, die Wohnung, die wird nicht mehr als, was weiß ich. Oh, Alter, vielen Dank für die 500 Bits. Kreuso 24, Sachschall. Dankeschön. In Deutschland bezahlst du für so eine Wohnung 3000 oder so, keine Ahnung. 300 warm, ja, genau. Ja. Und hier lag nicht nur ein Riesenbalkon. Okay. Okay, das ist voll scheiße. Schaut euch mal diese Aussicht an! Ja, das ist voll scheiße. Hier ist der Hafen. Ist klar so. Okay, er lebt. In Funchal. Aber relativ. Warte mal, ich muss das gerade mal für mich einordnen. Hier ist. Dann ist hier irgendwo das. Ah, ja, okay. Junge, ist das eine Aussicht, wenn ich hier nachts gucke, ne? Klar, wir haben gerade Tag. Ich zeige euch jetzt mal kurz bei Nacht. Boah. Krank, geil. Alter, der Ausblick hier in der Nacht ist ja wirklich unfair. Ja, ich weiß, wo das ist. Alles gut, ich weiß, wo das ist. Endlose, dieser fucking, ich zoome, endloser Blick aufs Meer. Aber es ist jetzt alles erstmal übel und richtig nervig. Aber ich nehme mich auch mit auf die Reise. Irgendwann mache ich eine Roomtour vielleicht, wo hier alles schon eingerichtet ist. Nur weil ich jetzt auf Madeira lebe, heißt nicht, dass keine Videos mehr aus Deutschland kommen. Oder ich keine Videos mehr woanders drehen kann. Muss ich nicht auf Madeira, wir sind vielleicht nach Deutschland zurück. Das ist eine geile Zeit, das ist eine richtig geile Zeit. Nur für mich wird es ein bisschen Kackzeit. So, weil ich jetzt hier alles machen muss und abgefuckt und alles Dreck ist. Aber man kriegt schon alles irgendwie. Ich habe wirklich gute Laune. Wirklich, auf dieser Insel kannst du schlechte Laune haben. Ich hoffe, das schätzt ihr mich hoch an. Und ich küsse euch. Und ich hoffe, ihr begleitet mich auf dieser Reise. Die Matratzen sind da. Ja gut, zeige ich im nächsten Video, Leute. Like, Abo, wenn ihr Bock habt. Sonst auf rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, gönne ich ihm auf jeden Fall. Ich wünsche ihm auf jeden Fall auch viel Erfolg, dass er da klarkommt. Hast du vielleicht wieder nach Madeira? Ey, ich finde Madeira unglaublich geil und die Zeit dort war auch einfach nice. Die Frage ist nur, was mache ich dort? Ich will da ja auch irgendwie in Gesellschaft sein. Aber die machen halt alle ihr eigenes Ding und das ist halt ganz schwierig. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch, bitch. You look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.